Ja und nein. Beides ist richtig. Wir müssen bedenken, das gilt in politischen Auseinandersetzungen, in parteipolitischen, wie in gewerkschaftlichen, wie, sagen wir einmal, in christlichen Kirchen, wo auch immer. Habe ich eine breite Bewegung, die brauche ich, von der ich weiß, sie kann nur handeln, wann und wo sie einheitlich handeln will. Wo also das Bewusstsein der ungeheuren Majorität der Mitglieder so weit entwickelt ist, dass sie dieses einheitliche Handeln wollen, nicht anders. Und wo es gleichzeitig natürlich mehrere miteinander streitende und diskutierende theoretische Richtungen gibt, die in Fragen der Analyse und der wissenschaftlichen Einordnung und so weiter divergieren. Wird es immer so sein, dass jede der diskutierenden Richtungen davon überzeugt ist, meine Auffassung ist richtig. Sonst könnte das Ganze gar nicht funktionieren. Und also muss ich jedem die Freiheit lassen, seine Auffassung zu vertreten. Nell Bräunings Thesen halte ich in sehr vielen Dingen für falsch. Aber Nell Bräuning hat genauso die Meinung, das Recht, wissenschaftlich wie gewerkschaftspolitisch seine Meinung zu sagen wie ich. Und ich würde immer dafür eintreten, dass er es darf. Selbst in der bitteren Auseinandersetzungen um Agathe, die ja anfing, war ich selbstverständlich der Meinung, dass Nell Bräuning seine Auffassungen vertreten durfte. Aber es ändert nichts daran, dass wir beide dann der Meinung sind, jeweils er hat Recht oder ich habe Recht. Wer in Wirklichkeit Recht hat, entscheidet sich an der Praxis und am wirklichen geschichtlichen Verlauf. Nicht anders. Ich prognostiziere, dass wenn es den Gewerkschaften gelingt, in der generellen Stagnation der kapitalistischen Aufschwungswelle, in der wir heute stehen, innerhalb der Stagnation allerdings in einer Aufwärtsbewegung, dass in dieser Stagnation und in dieser heutigen Lage sich zeigt, dass ein Punkt kommen wird, an dem ich die heutige Lebenshaltung der Arbeitermassen und der Angestelltenmassen nur verteidigen kann, wenn ich den Wechsel vom kapitalistischen System zu einem sozialistischen vollziehe. Das ist meine Meinung. So habe ich natürlich das Recht, diese Auffassung zu äußern. Und so habe ich auch das Recht zu sagen, ihr Gewerkschaften werdet einmal auch diese Schritte, etwa, sagen wir einmal, Vergesellschaftung der gesamten Rüstungsproduktion oder dergleichen, als nächsten Schritt, vollziehen müssen, von eurem Interesse aus gesehen. Und dann bin ich auch der Meinung, sobald eine solche Grenzlage eintritt, in der eine solche Überschreitung notwendig wird, Überschreitung der Grenzen des monopolkapitalistischen Systems notwendig wird, werde ich auch die anderen überzeugen können, auch die Nell Bräunings. Jawohl, das ist richtig, das machen wir mit. Und dann kann man diesen Schritt tun. Und so wird es in künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen genauso vollziehen. Nell Bräuning wird der Meinung sein, nein, in dieser Frage wäre er wahrscheinlich sogar meiner Meinung, wenn ich das Beispiel Rüstungsindustrie nehme, nicht? Aber er wird dann bei irgendwelchen Fragen der Meinung sein, nein, das ist falsch. Und wenn die Geschichte ihm recht gibt, dann werde ich auf mein Handeln verzichten müssen. Und ich kann ja nicht isoliert handeln, sondern ich muss nur wissen, die abhängig arbeitende Bevölkerung kann Erfolge nur haben, wenn sie als Einheit handelt. Und das heißt auch vermittelt durch die Gewerkschaftsbewegung und durch die Zustimmung der Massen in dieser Gewerkschaftsbewegung. Es ist also keineswegs ein Versuch, die anderen in Instrumente zu verwandeln, wenn ich das hier in dieser Weise vortrage,
sondern ein Versuch, die Meinung einer bestimmten Gewerkschaftstheorie, als die nach meiner Meinung richtig ist, vorzutragen. So wie ich von den anderen erwarte, dass sie genau das Gleiche tun. Und dann muss ich an jeder konkreten Frage die Möglichkeit ergeben, zu entscheiden, wo ist das konkrete Zusammengehen noch möglich, wo nicht. Und wo muss ich, weil die Praxis anders entschieden hat, eventuell auch meine theoretischen Auffassungen ändern. Jeder, der theoretisch diskutiert, muss das als Problem, das als Grenze auftauchen kann, immer in seine Überlegungen einziehen. Deshalb hat auch bei der Gründung der Einheitsgewerkschaft in Deutschland, übrigens auch in anderen europäischen Ländern damals, durchaus die Möglichkeit des ehrlichen Zusammengehens in einer einheitlichen Gewerkschaftsbewegung bestanden. Und sie besteht nach meiner Meinung noch heute. Ich halte es für einen schweren Fehler, dass die französischen und die italienischen Gewerkschaften sich dann wieder gespalten haben in Richtungsgewerkschaften. Und ich würde es in Deutschland ebenso für einen schweren Fehler halten, wenn man die Einheitsgewerkschaften wieder auflösen wollte in Richtungsgewerkschaften. Da intendiert man aber immer, wenn man irgendeiner diskutierenden Richtung verbieten will, sich zu äußern. Das ist klar. Jetzt kommt also Paul dran. Ja, zunächst einmal Veredelungstheorie. Was heißt Veredelungstheorie? Solange eine industriekapitalistische Wirtschaft besteht, auch im Monopolkapitalismus, besteht natürlich immer eine Tendenz zur Minderung der Lebensbedingungen der abhängig arbeitenden Schicht. Aber eine Tendenz, die paralysiert werden kann und umgedreht werden kann, weil sich ja die Produktivität ständig erhöht, durch das Handeln der Arbeiterklasse. Das ist übrigens auch die Form, in der Marx und Engels mindestens so etwa seit Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gedacht haben. Sie haben nicht an einen Automatismus der Verelendung der arbeitenden Massen geglaubt. Wenn die arbeitenden Massen selbst lernen, ihre Interessen zu vertreten und durchzukämpfen, dann ist dieser Automatismus zu beschränken oder eventuell auch aufzunehmen. In einer Beziehung hat die allerdings die Veredelungstheorie natürlich noch immer recht. Ihr alle wisst, dass die Extension der industriekapitalistischen Wirtschaft jetzt zuletzt auch in ihrer monopolkapitalistischen Form in die noch nicht industriell entwickelten Länder, ehemals die Kolonialländer oder die halbkolonialen Länder, doch zu einer ungeheuerlichen Verelendung der Bevölkerungsmassen geführt hat und zur Vernichtung ihrer früheren kulturellen Grundlagen. Diese Tendenz haben wir erst zu sehr kleinem Teil beheben, aber bestimmt nicht aufheben und bestimmt nicht umdrehen können. Auch nicht in der kapitalistischen Wirtschaft. Und in der kapitalistischen Wirtschaft selbst schlägt diese Tendenz außerdem noch, ich habe vorhin das Problem angeschnitten, in eine weitere Tendenz um,
dass nämlich die monopolkapitalistische Wirtschaft zuerst, der staatskapitalistische Monopolismus dann noch viel stärker, den Ausweg der Vermittlung der Widersprüche in der eigenen Gesellschaft durch stetige, groteske Erhöhung der Zerstörungsproduktion, der Rüstungsproduktion genommen hat und ja noch immer nimmt. Und dass von hier aus immer die Gefahr dann einer Verelendung in anderen Formen, auch für die Arbeitermassen in den industriellen Ländern selbst besteht, nämlich in der Form des Krieges und damit der Massenvernichtung, heute in groteskester Weise. Also wohlgemerkt, so viel bleibt von der Verelendungstheorie hängen. Wie steht es nun mit der Problematik Gewerkschaften in sozialistischen Ländern? Sozialismus ist eine Entwicklungsstufe der Menschheitsgeschichte. Gewiss, gehen wir zum sozialistischen Eigentumsformen, einen ökonomischen Spitzen, über und heben damit das normale Profitprinzip als Dirigenten des ökonomischen Prozesses auf. Dann haben sich alle Probleme vollständig verschoben. Das Problem des Klassenkampfes in alter Form besteht nicht mehr. Aber X-Probleme bestehen doch weiter, die auch die Existenz der Millionenmassen der abhängig Arbeitenden stetig beeinflussen. Auch dann haben wir noch auf Jahrzehnte unvermeidlich managerhafte und bürokratische Manipuliermethoden in der Ökonomie erhalten. Nicht aus Bosheit, sondern weil es ganz unvermeidlich ist. Man kann von ihnen gar nicht in einem Sprung völlig abgehen und zu völliger Selbstverwaltung der Produktion gelangen. Dazu ist A, die Masse der Industriearbeiter und der anderen abhängig Arbeitenden gar nicht reif, weil ihr die Bildungsvoraussetzungen finden, die Zeit, sich entsprechende Ausbildung zu holen. Und dazu sind B, auch in den Köpfen derer, die dann dirigieren, mitwirken. Ihr seht es in euren eigenen Organisationen. Die Tendenzen viel zu groß, sich dann den bequemen Mittel des bürokratischen Manipulierens immer wieder zu bedienen. Auch noch auf lange Jahrzehnte. Eine ganze Gesellschaft kann ihre Mentalität nicht in ein, zwei Generationen, sondern erst in sehr, sehr vielen Generationen mühseligster Arbeit völlig verändern. Weil dem aber so ist, wird es immer noch Widersprüche, sowohl in der Lebenshaltung, wie in der kulturellen Versorgung und so weiter, wie in Verhaltensweisen, zwischen großen Teilen der früher ausgebeuteten Arbeiterklasse und von daher auch die Tendenz der bürokratisch und managerhaft Dirigierenden eben auf der Ebene der größten Bequemlichkeit zu verfahren und also einzelne, individuelle Arbeitnehmer zu benachteiligen. Auf Kosten anderer und auf Kosten dieser Schichten selbst, aber auch zwischen einzelnen Schichten dieser abhängig arbeitenden Bevölkerung, die jetzt insgesamt zwar Herr des Produktionsapparates ist. Es wird da also immer Widerspruchsprobleme geben, noch auf sehr lange Zeit. Und also bedarf es auch in einer sozialistischen Gesellschaft noch auf lange, lange Generationen gewerkschaftlicher Organisationen, die sich dabei des Interesses des einzelnen Arbeitnehmers und wie eventuell von einzelnen Gruppen von Arbeitnehmern gegenüber anderen annehmen und hier vermittelnd eingreifen. Die Gewerkschaften ändern dann also ihre Funktion, aber sie behalten eine Funktion und haben damit eine neue gewonnen, nämlich hier die Funktion
in der unmittelbaren Verwaltung des Produktions- und des Verteilungs- und des Kulturapparats im Interesse eines jeden Einzelnen ständig als Gegengewicht gegen Bürokratien, als Gegengewicht gegen Sonderinteressen der verschiedensten Art mitzuwirken. Man kann auch in sozialistischen Ländern auf Gewerkschaften also nicht verzichten. Möglich, dass man sie in einem Jahrhundert oder 150 Jahren oder was weiß ich, in einer voll entwickelten und voll produzierenden kommunistischen Weltgesellschaft einmal kann, indem man die notwendige Arbeitszeit so auf ein Minimum reduzieren kann, dass sich die Bildungsmöglichkeiten für jeden ins fast Unendliche erweitern. Möglich, aber das ist Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, die noch lange, jahrzehntelang nicht aktuell ist. Wir brauchen also Gewerkschaften auch in sozialistischen Ländern. Wie sehr könnt ihr in der Geschichte eines äußerst widerspruchsvoll entwickelten sozialistischen Landes nachlesen, wenn ihr so wollt, in der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in der UdSSR, also dem ersten Staat, der zu sozialistischen Eigentumsverhältnissen übergegangen ist. Bekanntlich hat es da während des Bürgerkrieges die Tendenz gegeben, die Gewerkschaften in reine Befehlsempfängerorganisationen zu transformieren. Damals war diese Tendenz, ich denke an die Jahre Ende 1919, Anfang 1920 bis etwa 1921, nicht zufällig vom Volkskommissar für das Wehrwesen von Trotzki vertreten. Leicht verständlich, denn er brauchte seine Rote Armee. Ohne die Rote Armee hätte er den Bürgerkrieg gegen die zaristischen Armeen und gegen die ausländischen Interventionen gar nicht gewinnen können. Und er brauchte äußerste Disziplin in der Gesamtbevölkerung, damit diese Armee siegen konnte. Ich glaube, Lenin hatte recht, als er dieser Tendenz damals entgegentrat. Und ich glaube, in den folgenden Perioden der sowjetischen Entwicklung, in denen sich die Widersprüche dann als das total zerstörte Russland mit den brutalen stalinistischen Mitteln wieder aufgebaut wird und seine Ökonomie entfaltet. Da hat sich das sehr deutlich erwiesen. Vielleicht hatte Lenin sogar zu wenig Erfolge in diesem seinen Kampf um freie Betätigungsmöglichkeit für die sowjetische Gewerkschaftsbewegung. Heute ist es bei allen Rückständen bürokratischer und managerhafter Art, die wir in allen sozialistischen Ländern haben, und unvermeidlich, wie gesagt, haben, ist kein Angriff auf sie, wenn ich das zugebe. Und es ist auch keine Distanzierung von mir, wenn ich das zugebe. Aber ist es in allen diesen Ländern doch so, dass sie alle wenigstens eins wissen: Wir brauchen eine Gewerkschaftsbewegung, um das Ganze auszugleichen. Denn die bloß formale Betriebsdemokratie der Räte wäre nicht kräftig genug, um das zu paralysieren. Wir brauchen also auch Gewerkschaften, die hier ständig ausgleichend wirken. Dabei haben, nebenbei bemerkt, ich will die Gewerkschaften nicht idealisieren, die Gewerkschaften doch drüben, wie hier, natürlich eine notwendig immanente Gefahr, solange die Dinge noch so sind, wie sie sind. Die Gefahr der Bürokratisierung des Sich-Abfindens mit der jeweiligen Situation, ohne weiterzudenken. Es gibt keine Bürokratie, die nicht in solcher Richtung Tendenzen entwickelt, die ausgeglichen werden müssen durch freie, demokratische Diskussion. Und schon aus diesen Gründen, nebenbei bemerkt, bin ich für Einheitsgewerkschaft, weil ich um Gottes Willen auch für mich selbst nicht die Gefahr haben möchte, als Kommandeur in dieser Weise auftreten zu können. Da muss es also ständig Diskussionen geben. Und eben deshalb brauchen wir die Gewerkschaftsbewegung. Und brauchen wir Leben und Aufrechterhaltung der Einheitsgewerkschaft.
auch in der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung, wie wir leben und wahrscheinlich viel stärkere Diskussionen, als sie heute haben. Nicht nur in Einzelfragen der einzelnen Betriebe, da ist diese Diskussion in der DDR zum Beispiel, wo ich die Dinge näher kenne, sehr groß, sondern auch in größerem Maßstab in den sozialistischen Ländern. Also bedarf es der Gewerkschaftsbewegung auch in diesem Übergang. Wobei dieser Übergang nach beiden Seiten wohlgemerkt extrem erschwert ist durch das, was ich vorhin benannt habe, durch das Vordringen des Rüstungsproblems. Denn eben durch dieses ökonomisch bedingte Vordringen des Rüstungssystems, ökonomisch notwendig in allen Staatsmonopolkapitalistischen Ländern, um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Ihr wisst, zu welch riesigen Prozentsatz des gesamten Sozialetats in allen westeuropäischen und amerikanischen Ländern der Rüstungsetat angewachsen ist. Selbst noch weiter als während des Zweiten Weltkrieges. Ich bitte das nicht zu vergessen. Aber dadurch, dass das hier existiert und einengend auf die ganze Gesellschaft, auch auf die Ideologiebildung in der Gesellschaft einwirkt, existiert das auf der anderen Seite der Barrikade natürlich ebenso in den sozialistischen Ländern. Und ich kann von sozialistischen Ländern nicht Preisgabe ihrer Rüstung verlangen, denn dann würden sie selbst noch begehen. Dann hätte noch, sagen wir einmal, eine von Strauß geführte Bundesrepublik die Chance, die Sowjetunion zu erobern, 1941 zu wiederholen. Aber weil dem auch in den sozialistischen Ländern so ist und dieses Problem ständig besteht, sind natürlich die managerhaften und bürokratischen Tendenzen in den sozialistischen Ländern sehr stark geblieben, trotz der Überwindung der Extremstformen des Stalinismus und Neostalinismus. Unvermeidlich. Und also leben wir mit diesen weiter existierenden Dingen fort. Und eben deshalb wäre die Gewerkschaftsbewegung in allen Ländern im Grunde gehalten, auch sich dieser Problematik anzunehmen. Sowohl in kapitalistischen Ländern, schon um dort Sozialetat und Bildungsetat erweitern zu können, wie in den sozialistischen Ländern, um dort die bürokratische Erstarrung stärker auflösen zu können. Und also brauchen wir Gewerkschaftsbewegung auf beiden Seiten der Elbe, wenn wir Deutsch reden, und auf beiden Seiten nun der Ost-West-Abgrenzung, wenn wir weltpolitisch leben. Und würden die Gewerkschaften sich dieser Probleme stärker annehmen, dann könnten sie nach meiner Meinung auch in viel stärkerer Weise den entstehenden Gewerkschaftsbewegungen in den Entwicklungsländern rein materiell helfen, die so, wenn die Dinge so bleiben, desto stärker in den gleichen Orkus hineintaumeln und gegeneinander rüsten. Ja, ich glaube, die Frage ist so richtig gestellt. Eine schwere ökonomische Krise, ökonomischer Rückfall der Arbeiterklasse und der breiten Randschichten der Arbeiterklasse, die nicht in der industriellen Produktion tätig sind, hat zunächst nur Katastrophenbewusstsein zur Folge. Solches Katastrophenbewusstsein kann nach der Seite wie nach jener Seite ausschlagen. Eine schwere Krise der kapitalistischen Gesellschaft kann, wenn wir eine kampfbereite, kampfgewillte und geschulte Arbeiterbewegung haben, dann natürlich dazu führen, dass man sagt, nun aber Schluss, nun nehmen wir die Produktion selbst in die Hand, nun ändern wir das ökonomische System. Haben wir sie nicht, oder ist die Arbeiterbewegung zersplittert, so strömen die Massen erfahrungsgemäß irgendwelchen abenteuerlichen Experimenten zu und sind zugunsten des gleichen Systems manipulierbar geworden. Typisches Beispiel wurde genannt, Sieg des Faschismus in Deutschland. Übrigens ähnlich typisches Beispiel war der Sieg
des Faschismus in Italien ab 1922 total Verelendung breitermaßen braucht nicht zu progressiv-demokratischen oder sozialistischen Lösungen zu führen, sondern kann ebenso zum genauen Gegenteil führen. Die Arbeiterklasse hat dann nicht zu kämpfen gelernt, nicht gelernt, Positionen zu erkämpfen und zu bewahren. Und sie läuft dann dem zu, der ihr alles Mögliche verspricht, aber in Wirklichkeit im Interesse der großen Monopole und der großen Konzerne. Dadurch, dass die Arbeiterklasse zunächst in der kapitalistischen Gesellschaft lernt, in dieser Gesellschaft, aber im Kampf gegen die kapitalistischen Klassen, ihre Interessen zu vertreten, wird sie mindestens zum Teil auch bereit, an die Grenzen dieser Möglichkeiten zu denken und sich weiterführen zu lassen. Besonders in einer Gesellschaft, wie wir sie jetzt als Weltgesellschaft haben. Wir dürfen nicht vergessen, auch darin unterscheidet sich unsere Lage von der Zeit, in der anfangs marxistische Gewerkschaftstheorie entwickelt wird. Heute ist diese Welt eine ökonomische Einheit geworden. Trotz des Gegeneinanders und der Divergenz beider ökonomischen Systeme, des sozialistischen dort, des monopolkapitalistischen hier. Aber dieses Einheitsgefüge bleibt bestehen. In dieser Welt droht also, darum erst recht, jedes Weitertreiben zu ökonomischen Krisen, wenn die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern nicht bereit ist um ihre Interessen und nicht gelernt hat, um ihre Interessen zunächst nur innerhalb des Systems zu kämpfen, droht jede Krise in die äußerste Möglichkeit umzuschlagen. Sie hat es bereits zweimal getan, seit wir Monopolkapitalismus haben. Wir haben erst zwei Weltkriege gehabt, die aber gründlich. In beiden Fällen, im Grunde deshalb, weil die monopolkapitalistischen Klassen überzeugt waren, wir können ein sich näherndes Verschärfen der ökonomischen Krise und damit unsere Profitrate durch Ausweichen zu einem Angriff auf andere abnehmen. Das war 1914 der Fall. Ab 1912 haben wir deutlich Tendenzen einer sich vorbereitenden Rezession. Das war 1939 der Fall. Denn obwohl wir den ökonomischen Aufschwung qua Rüstungswirtschaft in faschistischen Staaten haben, dieser ökonomische Aufschwung qua Rüstungswirtschaft in den beiden faschistischen Staaten, wir können genauer sagen, in den drei faschistischen Staaten, denn da kommen wir auch Japan zu rechnen, war am Ende angelangt. Und es war genau prognostizierbar, jetzt kommt der Rückfall in eine neue Krise, finden wir keinen Ausweg. Und also wählte dann beide Mal der Monopolkapitalismus den Ausweg Krieg. Das ist eine Gefahr, die keineswegs behoben wird. Gewöhnen wir die Arbeiterklasse nicht daran, wenigstens in Einzelfragen um ihre Existenz zu kämpfen und die Gegenklasse zu kontrollieren. Gewöhnen wir sie nicht daran, lässt sie abermals freie Bahn zu derartigen Experimenten. Nur ein derartiges drittes Experiment wäre der Selbstmord der industriellen Kultur überhaupt. Und eben deshalb können wir gar nicht auf diese ständige, noch so mühselige, noch so widerspruchsvolle Schulung am Kampf im kapitalistischen System selbst verzichten. Wir können es nicht wegen der Portemonnaies und der Arbeitszeit,
gute Arbeitsbedingungen der Arbeiter. Und wir können es nicht, weil wir, wenn wir auf diesen Kampf und die Schulung in diesem Kampf verzichten würden, keinerlei Gegenmittel hätten, wenn, sagen wir einmal, ein Überfall auf den Sender Gleiwitz wiederholt wird. Und denkt nicht, dass Monopolkapitalisten von heute in solchen Dingen zartfühlender wären, als die Monopolkapitalisten es damals gewesen sind. Du hast recht, führen wir diese Kämpfe in einer Weise, diese Klassenkämpfe gegen die Kapitalistenklasse, aber innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, noch ohne Transformationsinhalt, führen wir diese Kämpfe in einer Weise, die nicht bewusstseinsschulend wirkt, dann schaffen wir dadurch Gefahr. Eine Lohnerhöhung, die, sagen wir einmal, nur hinter den Kulissen ausgehandelt wird, in einer konzertierten Aktion und von den Arbeitern nicht mehr als durch ihre Gewerkschaften erzwungen erkannt wird. Eine solche Lohnerhöhung wirkt systemstabilisierend, ist also höchst doppelschichtiger Art. Wir müssen verhüten, dass die Gewerkschaften für das Bewusstsein aller ihrer Mitglieder, leider sind sie es für das Bewusstsein der Mehrheit ihrer Mitglieder, machen wir uns gar nicht vor, zu reinen Versicherungsanstalten für höhere Löhne verkommen zu lassen. Sondern wir müssen lernen, in jeder solchen Auseinandersetzung um den kleinsten Pfennig Geld, um die kleinste Minute Arbeitszeit, um das kleinste Mitbestimmungsrecht am Betriebsort. In diesen, allen diesen Auseinandersetzungen immer wieder den Arbeitern klarzumachen, hier, selbst wenn ihr darum jetzt nicht streikt und streiken müsst, weil es euch zugestanden wird, ist die Folge eures Druckes und eurer Aktivität, dass ihr das bekommt und von gar nichts anderes. Das müssen wir lernen, wieder klarzumachen. Das ist eine mühselige Arbeit, aber es ist eine notwendige Arbeit. Ohne durch diese Schulung am Kampf im kapitalistischen System, wie sie die Gewerkschaftsbewegung von vornherein bietet, seit sie als kämpferische Bewegung entstanden ist und aufgetreten ist, ohne diese Schulung gibt es keine Konsequenzen in Richtung des Übergangs in Krisen. Das geht nicht. Wir scheitern. Wir haben Diskussionen über dieses Problem, übrigens in der Geschichte der Arbeiterbewegung, auch unter Leuten, die sich für allesamt für Marxisten hielten, immer wieder gehabt. Ich erinnere an die Zeit des Beginns der Weimarer Republik. Da trat eine besondere Richtung, ursprünglich in der KPD Spartakusbund und bei den holländischen Marxisten unter Pannekoek, Gorter und so weiter auf, die sogenannte KAP und die unionistische Bewegung, die diese deine These verfocht. Es ist kein Zufall, dass diese Gruppierung dann sehr rasch nach dem Ende der revolutionären Periode ins Nichts zerfallen ist, ins Nichts davon übrig geblieben. Ja, vielleicht vorab diese Darstellung des Endes der Weimarer Periode und des Verhältnisses der Arbeiterparteien und der Gewerkschaft in der Weimarer Periode. Nur ganz klar. Die KPD entsteht als marxistisch-revolutionäre Arbeiterpartei, wie sie ist, und gerät in immer stärkeren Gegensatz zur Sozialdemokratie, die sich in immer stärkerem Maße auch von anderen Interessen gebrauchen lässt und seit dem August 1914 unvermeidlich dabei in immer stärkerem Maße in vielen Fragen abrutscht. Da haben wir also das Verhältnis gespaltener Arbeiterparteien, gelegentlich Dreier, gelegentlich nur Zweier. Die KPO entsteht aus der kommunistischen Partei heraus, als Oppositionsgruppe gegen eine sogenannte Linkswendung beim Übergang von der Hochkonjunktur der Weimarer Republik
zu der schweren Wirtschaftskrise von 1929. Dieser Übergang war von den Ökonomen der Kommunisten und der Russen genau vorprognostiziert worden, auch etwa hinsichtlich des Zeitpunktes des Ausbruchs der Krise. Von der bürgerlichen Ökonomie nicht, mit einer einzigen Ausnahme, eines einzigen bürgerlichen Ökonomen, und von sozialdemokratischen Ökonomen schon gar nicht. Die glaubten an die Ewigkeit der Hochkonjunktur, wie sie in der Mitte der 20er Jahre besteht. Nun zieht daraus die KPD die falsche, meines Erachtens politisch falsche Konsequenz, dass sie glaubt, nun also zu einem Angriffsverhältnis auch gegen die SPD übergehen zu müssen. Nicht mehr zu einem bloßen Konkurrenzverhältnis wie vorher, sondern zu einem Angriffsverhältnis. Und die Gewerkschaftsführung, die ebenso völlig falsch reagiert und prognostiziert, in äußerster Schärfe angreifen zu müssen auf die Gefahr der Gewerkschaftsspaltung hin. Wir waren der Meinung, die sogenannten Rechten in der KPD, dass die Prämisse bevorstehende Krise zwar richtig, die Konsequenz aber vollkommen falsch sei. Denn gerade in einer solchen Situation kommt es darauf an, weil dann zweifellos die faschistische Bewegung sehr stark ansteigen würde, die mit allen Mitteln, auch unter größten Konzessionen, ein Einheitsfrontverhältnis der Arbeiterparteien herzustellen und in den Gewerkschaften zwar sehr kritisch weiter aufzutreten, aber unter allen Umständen das Ausgeschlossenwerden zu vermeiden, damit das nicht eintrete, was dann tatsächlich eingetreten ist. Dass nämlich praktisch der arbeitslose Arbeiter Kommunist wurde und der Betriebsarbeiter Sozialdemokrat blieb und beide Gruppierungen gegeneinander manipulierbar. Das war die Tendenz der KPO. Aber wir waren ein viel zu kleines Kader, um uns durchsetzen zu können. Und infolgedessen sind wir objektiv gescheitert. Denn wir waren nun getrennt, auch von den Massen der kommunistischen Parteien, die sehr rasch stark anstieg. Nicht? Die sagten uns, ihr seid ja verrückt, diese Sozialdemokraten, sie lassen die Polizei auf uns los. Diese Gewerkschaften, sie kämpfen ja gar nicht zur Verteidigung unseres Lohnniveaus, denn sie stimmten Lohnreduktionen zu. Nicht? Und die sozialdemokratischen Arbeiter in Betrieben reagierten in immer stärkerer, bloßer Angst. Und so kommt es zum Siege des Faschismus. Das war damals diese Funktion dieser unserer KPO. Wohlgemerkt, wir waren im ganzen Reich 6000 organisierte Arbeiterfunktionäre. Fast durchweg Arbeiterfunktionäre mit langer, sehr langer Tradition in der deutschen Arbeiterbewegung. Jüngere konnten wir nicht mobilisieren. Wie konntest du einen jugendlichen Arbeiter, der keine Aussicht hatte, einen Arbeitsplatz zu bekommen, mit solchen Überlegungen noch ansprechen? Der wurde, wenn er aus halbbürgerlichen Verhältnissen kam, eben Faschist. Denn die versprachen ihn durch Ausbreitung des Deutschen Reiches und durch Ausraubung der Juden und so weiter den Vorteil. Oder wurde, wenn er aus einer Arbeiterbewegungsfamilie kam, junger Kommunist, denn er sah ja, dass die sozialdemokratischen Führer nichts für ihn taten. Und so wurden wir isoliert und zerrieben. So viel zu dieser Geschichte. Aber ich glaube, dazu können wir zum gesamten Problem eins sehen. Wie steht es mit dem Verhältnis Gewerkschaften und Parteien? Wohlgemerkt, wenn ihr euch die Beschlüsse etwa des Genfer Kongresses der Internationalen Arbeiterassoziation 1966, die Marx vorgeschlagen hat, ansieht, so werdet ihr sehen, welchen großen Wert der Marx auf die parteipolitische Nichtgebundenheit der Gewerkschaftsbewegung legt, doch ständig weiterlegt. Die Realität, weil Marx
glaubte, und zwar anhand der Tradition der englischen Arbeiterbewegung, die er ja genau verfolgen konnte, ja gut, das Bewusstsein der Arbeiter mag noch so zurück sein. Aber in Gewerkschaften brauchen wir sie alle. Wir können nur erfolgreich gewerkschaftlich handeln, wenn wir einheitliche Gewerkschaften haben. Und ich muss dann jeweils anknüpfen und mühselig weiterentwickeln, da bleibt mir nichts übrig. Nur war Marx der Meinung, daneben brauche ich allerdings auch eine Partei, die einen solchen Prozess bewusst leitet und organisiert, nicht mit dem Ziel, die Gewerkschaften ersetzen zu wollen oder etwa Andersgesinnte aus den Gewerkschaften rauswerfen zu wollen, sondern mit dem Ziel, Strategie anbieten zu können. Zum Beispiel Strategie im Kampf um die Demokratisierung der staatlichen Organe und so weiter bis zum Endergebnis sozialistischer Revolution. Das war Marx' Position dabei. Dabei war sich Marx im Übrigen, und wir können das in X seiner Arbeiten über die englische Arbeiterbewegung, das langsame Entstehen englischer Arbeiterparteien verfolgen, auch zur französischen Arbeiterbewegung, dass Ansätze zu solchen Parteien an vielen Ecken auch mit zum Teil zurückgebliebenem Bewusstsein entstehen können und entstehen werden. Und man dann eben ständig darum bemüht sein muss, diese Ansätze zu einer einheitlichen Arbeiterpartei langsam zusammenzuführen und zusammenzustreiten, wie solche Strategien entwickeln kann. Ihr könnt es in der deutschen Frage genau verfolgen, wenn ihr eben an die Auseinandersetzungen zwischen Marx und Wilhelm Liebknecht und zwischen Engels und Wilhelm Liebknecht um das Problem der deutschen Lassallianer ansieht. Da denn Marx nahm dann zur Kenntnis, nach seiner Meinung hatten die Lassallianer, weil sie ja Gewerkschaftsarbeit negierten, eine völlig falsche politische Theorie. Aber gleichwohl war er der Meinung, dass sie da sind, ist halt ein Tatbestand, mit dem ich rechnen muss. Der ist da. Und deshalb hat er keineswegs abgelehnt, auch mit Lassallianern in Verbindung zu treten, obwohl er die Eisenacher dann stärker gefordert hat. Dann kommt es eigentlich in allen Ländern, in der Periode der Zweiten Internationale, zur Vereinheitlichung der sozialistischen Parteien. Oft von verschiedensten Ecken her. Die Franzosen schließen sich erst nach der Russischen Revolution 1905 endgültig zusammen zu einer einheitlichen Partei. Nur als Beispiel. Und wir haben nun also Arbeiterparteien neben den Gewerkschaften. Nur die Gewerkschaften wurden in vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, sehr bald zu Richtungsgewerkschaften, weil die bürgerlichen Parteien und die Kirchen versuchen, neben den freien Gewerkschaften andere Gewerkschaften zu schaffen. Die richtungischen Gewerkschaften sind sogar formell vor den sozialdemokratischen Gewerkschaften da. Aber Gewerkschaften, die im Programm stehen hatten, ja, wir dürfen aber nicht streiken, der Klassenkampf darf es nicht geben, sondern wir müssen immer zusammenarbeiten, sozialpartnerschaftlich mit den Unternehmern, dann werden die uns schon was zuschätzen. Nun haben wir also Richtungsgewerkschaften, und zwar fast in allen europäischen Ländern. Nicht Einheitsgewerkschaften. Wir haben Einheitsgewerkschaften in England, wir haben Einheitsgewerkschaften in Schweden und so weiter, in einer ganzen Reihe von Ländern. Aber in einer ganzen Reihe von Ländern haben wir richtungsgespaltene Gewerkschaftsbewegungen. Und das hat ständig den Kampf der Arbeiterklasse behindert, statt ihn zu fördern. Deshalb wollten auch die freien Gewerkschaften ursprünglich, obwohl sie faktisch mit der Sozialdemokratischen Partei aufs Engste verbunden waren, nicht etwa Gewerkschaften der Sozialdemokratischen Partei sein. Sie wollten klassenkämpferische Gewerkschaften sein, aber ihre selbstständige Rolle haben. Ihr wisst, zu einer wirklichen Verschmelzung der Gewerkschaftsbewegung ist es erst nach 1945 in Deutschland gekommen. Das war die Realität. Eine Realität, die, wie ihr seht, sich aus den verschiedensten geschichtlichen Bedingungen ganz einfach entwickelt hat.
je nach der Entwicklung der Bewusstseinsgrade einzelner Arbeiterschicht. Und das ist die Realität, wie sie sich heute darin verkörpert, dass auch die ehemaligen Arbeiterparteien, das dann seit 1914 gespaltene Arbeiterparteien, richtungsgespaltene Arbeiterparteien, ganzen internationalen Bereich geworden sind. Entschieden im Unterschied. Die sozialdemokratischen Parteien waren zum Beispiel keine Gegner der Kolonialpolitik. Die Kommunisten waren selbstverständlich für die Emanzipation aller unterdrückten Völker und gegen Kolonialpolitik. Nur ein Beispiel aus den vielen Themenkatalogen, die beide Parteien unterschieden, herauszugreifen. Also wäre es mindestens darauf angekommen, die Gewerkschaftsbewegung als einheitlich handelnde Gewerkschaftsbewegung wiederherzustellen. Ihr wisst, es ist nicht gelungen und daran ist die Arbeiterbewegung dann gescheitert im Kampf gegen den Faschismus. Völlig gescheitert. Dadurch, dass zuerst die Sozialdemokratische Partei halb Notstandsgesetze, dann am Ende sehr spät ganz Zustimmung zur Hitler-Resolution des Reichstags im Mai 1933 kapituliert. Ihr wisst, dass die Gewerkschaften dann ab März, April auch vor dem Faschismus in ihren Spitzen kapituliert haben und damit totalen Selbstmord beginnen. Und also reproduziert sich notwendig dieses Problem Verhältnis Arbeiterpartei-Gewerkschaftsbewegung. Mir scheint, der Marx hatte schon 1866 wohlgemerkt, recht, als er in der Internationalen Arbeiterassoziation den Beschluss durchsetzte, wir müssen Gewerkschaften, kämpferische Gewerkschaften erstreben, sie waren ja als Massengewerkschaften noch gar nicht da, außer in England, die aber parteipolitisch unabhängig sind. Und in denen diskutiert werden kann und diskutiert werden soll über alle späteren Fragen, etwa der Transformation in eine sozialistische Gesellschaft. Bei denen aber nicht irgendein Bekenntnis zur Bedingung der Mitarbeit gemacht werden kann. Denn sie müssen aus den einzelnen Kämpfen dann lernen und zum Lernen geführt werden. Dies zum Lernen führen, das Lernen organisieren, das war nach Marx' Meinung nun Aufgabe der politischen Partei der Arbeiterklasse, die sich also auf engere, bereits in ihren Denkprozessen weiterentwickelte Gruppierung stützen sollte in der Arbeiterklasse, aber als bewusster Repräsentant von Klasseninteressen der Arbeiterklasse. Und insofern natürlich auch verpflichtet, die Gewerkschaftsbewegung voll zu unterstützen und in der Gewerkschaftsbewegung mitzuarbeiten. Wenn auch nicht das Kommando zu erstreben. Denn das Kommando darin musste sich aus den inneren Diskussionen in der Gewerkschaftsbewegung jeweils ergeben, je nach dem Reifegrad dessen, was die Arbeitermassen insgesamt gelernt haben in den jeweiligen Auseinandersetzungen. Das ist das Verhältnis Partei und Gewerkschaften, wie Marx und Engels es bis zum Tode von Engels gesehen haben. Und wie es dann natürlich kompliziert wird, als sich die früheren Parteien der Arbeiterklasse nun auch international spalten. Extrem kompliziert wird. Und ihr wisst, dass es dann in Land nach Land auch zur Spaltung der Gewerkschaftsbewegung kommt. Erst in Frankreich, CGT und CGTÜ damals, dann am Ende auch in Deutschland ADGB und RGO, während daneben schon die starken christlichen Gewerkschaften existieren. Nun, wie steht das Problem denn heute? Steht es denn grundsätzlich anders, als das sozusagen idealtypisch Marx und Engels gesehen haben? Wir haben heute, nehmen wir jetzt einmal nicht den, wenn wir Europa nehmen, relativen Ausnahmefall Bundesrepublik Deutschland.
Denn in der Bundesrepublik Deutschland bekennt sich ja die Sozialdemokratische Partei ausdrücklich nicht mehr als Partei der Arbeiterklasse mit sozialistischen Zielen, sondern bekennt sich als Volkspartei, sozusagen als linke Variante der CDU. Aber nach ihrer eigenen programmatischen Aussage, das sagt gar nichts gegen die Sozialdemokratische Partei aus, sondern ich will hier nur einen Tatbestand feststellen. Eine Massenpartei, die sich als Arbeiterpartei bekennt, haben wir nicht. Denn die einzige, nun rundum organisierte Parteiorganisation, die das tut, die DKP, ist eine relativ isolierte, sehr kleine Gruppe, um nicht den harten Ausdruck Sekte zu verwenden. Das möchte ich nicht, weil Sie Ihre Existenz als kleine Gruppe ja nicht zur vollen Theorie erhebt, sondern nur immer wieder zu Fehlern in dieser Richtung neigt. Das ist unvermeidlich in einer solchen Lage. Aber immerhin, sie ist keine wirkungsvolle Partei, sondern eine organisierte Randgruppe. Aber eine Randgruppe, die Gott sei Dank immer noch auch das Recht hat, in der Gewerkschaftsbewegung zu sein. Wie es die Parteimitglieder der CDU, wie es die Parteimitglieder der FDP, die sich ja auch nicht rundum zu gewerkschaftlichen Zielen bekennen. Und so natürlich auch die Parteimitglieder der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie hat dabei gar keine eigene Linie. Das kann sie von dieser theoretischen Position aus gar nicht haben, sondern schwankt hin und her. Sie schwankt hin und her, aber sie ist dabei angewiesen auf Stimmen von bewussteren Arbeitern. Denn wenn wir das Stimmenarsenal der SPD analysieren, und sogar das Mitgliederarsenal, so sind immer noch die abhängig Arbeitenden weit überrepräsentiert gegenüber den anderen Parteien. Darauf ist sie angewiesen, sie kann gar nicht ohne diese Mitglieder- und Stimmengrundlage existieren, ob sie will oder nicht. Sie muss also bei Bewusstseinsveränderungen in diesen Schichten, ob sie will oder nicht, darauf Rücksicht nehmen. Sie ist zwar nicht zur Unterstützung jeder gewerkschaftlichen Forderung bereit. Da schwankt sie hin und her und die Regierungspolitik erst recht. Bei der Regierungspolitik ist das sogar unvermeidlich, denn sie sitzt ja in der Koalitionsregierung. Daraus will ich also abstrakt noch nicht einmal einen Vorwurf machen. Aber leider identifiziert sie sich dann mit dem Kompromiss und stellt ihn nicht als das dar, was er ist, nämlich ein Kompromiss, in dem sie ja was anderes will. Und infolgedessen haben wir das merkwürdige Verhältnis, dass so rechts auch Gewerkschaften geführt sein können, so kompromisslerisch von bürokratisch geführten Vorständen. Im Grunde seit langen Jahren, schon vor dem berühmten Godesberger Parteitag der Sozialdemokratie 1959, die Gewerkschaften in der Gesamttendenz so geringen Bewusstseinsstand sie repräsentieren, doch links von der Sozialdemokratie stehen. Obwohl diese gleichen Gewerkschaften auch CDU-Mitglieder selbst in ihren Spitzen haben und in ihrer Basis. Und das sollte sich gar nicht ändern. Wenn ich die Maria Weber nehme als Beispiel, ich stimme weiß Gott mit der Maria Weber selten überein, aber also ein CDU-Mitglied des Bundesvorstandes des ADG, des DGB, entschuldigt, dass ich in meine alten Jahre zurückverfalle in der Terminologie. Wenn ihr die Maria Weber nehmt, es gibt x Fragen, sogar Bildungsfragen wohlgemerkt, in denen gelegentlich die Maria Weber links von Vorstandsentscheidungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands steht, so grotesk das klingen mag. Aber es ist so. Warum? Weil sie, so zurückgeblieben auch das Bewusstsein in der Gewerkschaftsbewegung sein mag, so sehr sie dahin tendieren mag, dies Bewusstsein noch so zurück,
geschoben zu halten. Doch Repräsentantin einer reinen Arbeitnehmerorganisation ist, dass die Sozialdemokratische Partei gar nicht mehr ist. Das ist richtig. Im Übrigen ist die Sozialdemokratische Partei in ihren Spitzen weithin verfilzt mit den Spitzen der Sozialdemokratischen Partei, die Gewerkschaftsführung und leider dann gelegentlich auch der Regierung und lässt sich da häufig zu großen Kompromissen trampeln durch Regierung und Sozialdemokratische Partei. Ich erinnere an das gefährliche Sozialpartnerschaftsproblem, ich will es hier nicht ausdiskutieren. Aber an X-Probleme anderer Art, in denen es nicht anders aussieht. Alles das ist richtig und insofern wird so in dieser Vermittlung die Gewerkschaftsspitze als Bewusstseinsentwicklungshemmnis in der Gewerkschaftsbewegung ausgenutzt. Solche Widersprüche hat es immer gegeben, wird es immer geben. Aber man sollte die Überparteilichkeit der Gewerkschaften verteidigen. Und man sollte durchaus auch, wenn man als sozialdemokratisches Parteimitglied ist, ich bin es nicht, will es auch nicht wieder werden. Man hatte mir mal angeboten, nach meinem Ausschluss es wieder zu werden. Ich habe gesagt, nö. Aber wenn man Mitglied der Sozialdemokratischen Partei ist, so soll man als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei in der Sozialdemokratischen Partei in der Tendenz der Rückentwicklung in eine noch so reformistische Arbeiterpartei auftreten. Also wieder Klasseninteressen in das Bewusstsein dieser Partei hineinzubuxieren, versuchen. Man kann Erfolge dabei haben. Wenn man es nicht ist, soll man anders funktionieren. Aber man soll sich darüber nicht streiten, ob man das eine oder das andere tut, sondern gemeinsam gewerkschaftliche Kampfinteressen vertreten. Und übrigens, Spaltung der Arbeiterbewegung heißt nicht auch in mehrere Arbeiterparteien, heißt keineswegs notwendig Kampfunfähigkeit und gegenseitige Kampfbehinderung der Arbeiterpartei. Ich erinnere in der deutschen Entwicklung an Beispiele. Als 1920 kaputt und die Weimarer Republik zertrümmert wird, da gelingt es den Arbeiterparteien gemeinsam mit der Gewerkschaftsbewegung, diesen Kapputsch zurückzuwerfen, zu vernichten, obwohl einzelne sozialdemokratische Führer, ich erinnere an Willig, zu Kapp übergelaufen sind. Und als dann der Kampf der Reaktion gegen die Reste der Demokratie in der Weimarer Reichsverfassung einsetzt, 1921 Erzberger-Mord, 1922 Rathenau-Mord. Da sind es die gespaltenen Parteien der Arbeiterbewegung, die bei allen sonstigen Gegensätzen gemeinsam mit den Gewerkschaften die Riesendemonstrationen gegen diesen Vorstoß der Reaktion organisieren und die Reaktion vorübergehend wieder zurückwerfen können. Spaltung und Konkurrenz von Arbeiterparteien braucht nicht Niederlage der Arbeiterparteien zu heißen. Denkt an die Entwicklung in Chile. Dass Allende, ein Sozialist, Präsident werden konnte, war die Folge des Bündnisses der Arbeiterparteien. Der Arbeiterparteien mit der Gewerkschaftsbewegung des Landes. Dass er dann geschlagen werden konnte, ja, das lag einem Tatbestand, dass hier eine Weltmacht in einen Kleinstaat interveniert hat. Und dagegen ist leider bei der heutigen Machtverteilung in dieser Welt kein Kraut gewachsen. Gegen CIA und die Mobilisierung der chilenischen Armee gegen die legale Regierung zum Putsch und zur Aufrichtung eines faschistischen Herrschaftssystems war kein Kraut gewachsen, weil Chile zu klein und zu entfernt lag, auch von anderen Randgebieten, der Auseinandersetzung zwischen Ost und West, sodass die Amerikaner glaubten, sich das leisten zu können. Aber Spaltung der Arbeiterparteien braucht also kein Gift zu sein, sondern wo sie da ist, soll man von dem Tatbestand ausgehen
Das gilt heute für die Franzosen, das gilt heute für die Italiener, das gilt heute für die Spanier und wen auch immer. Sie können zusammen. Die Gewerkschaftsbewegung sollte gleichwohl möglichst nicht gespalten werden, sondern überparteilich werden. Was haben die Italiener heute daran zu krebsen? Die ab 1946 gespaltene italienische Gewerkschaftsbewegung wieder zur Einheit zu führen. Was haben die französischen Arbeiter heute daran zu krebsen, die seit 1947 wieder gespaltene französische Gewerkschaftsbewegung immer wieder zum Zusammenwirken zu führen? Häufig gelingt es, aber es gelingt halt nicht immer und die Gewerkschaftsbewegung soll einheitlich sein. Mögen doch daneben mehrere Arbeiterparteien bestehen, bestehen sie im Konkurrenzverhältnis miteinander, aber bereit, notfalls Bündnisse abzuschließen. Dann wird sich erweisen, welche die klügere und richtigere Politik hat. Und sie können gemeinsam mit den Gewerkschaften auch den Übergang zum Sozialismus erkämpfen. Jetzt noch eine letzte Bemerkung, wieder zurück zu den sozialistischen Ländern. Gewiss, in diesen sozialistischen Ländern in allen Fällen nicht durch einen Akt, sondern durch einen mehr oder minder langen Prozess mit mehreren Etappen, die monopolkapitalistische Wirtschaftsordnung beseitigt und dem Grundsatz nach sozialistische, aber bürokratische und managergeführte Gesellschaftsverhältnisse herbeigeführt worden. Dass dem so ist, ist ein historisches Produkt, das da an dem wir zurzeit gar nichts ändern können und das sich auch in rascher Zeit gar nicht aufheben kann. Auch wenn wir hier, hoffentlich ohne solche Verwicklungen, einmal zum Sozialismus kommen würden und den Dritten Weltkrieg vermeiden könnten, der uns allen den Hals abschnüren würde. Auch wenn wir, also ohne sozusagen formellen Bruch mit irgendeiner Legalität zum Sozialismus kommen, aus einem parlamentarischen Parteiensystem heraus, hinter dem aber als Motor der Gewerkschaftsbewegung stehen müsste. Auch dann wird noch für lange Zeit, auch bei uns, schon wegen der Ausbildungsdiskrepanz in der Arbeiterklasse, schon wegen aller möglichen psychologischen Reste aus der früheren kapitalistischen Vergangenheit, schon wegen aller möglichen Schwierigkeiten, die immer wieder auftauchen werden, noch sehr lange Jahre, eine bürokratische und Managerschicht, die das Ganze verwaltet, notwendig sein und unvermeidlich sein. Man muss lernen, sie zu kontrollieren. Man muss lernen, die Arbeitermassen, die Angestelltenmassen zu dem Bewusstseins- und Ausbildungsgrad zu führen, dass rascher Austausch in allen Funktionen möglich wird. Die Jugoslawen hatten sich einmal viel rascher eingebildet, sie seien schon so weit, als sie es noch gar nicht waren und sind dann in vielen Dingen dabei auf die Nase gefallen. Unvermeidlich. Ganz einfach wegen der historischen Entwicklungsperioden, die halt lange Zeit, mehrere Generationen in Anspruch nehmen. Weil dem so ist, und auch ganz gleichgültig, ob das mit Einparteiensystem oder Mehrparteiensystem läuft, man kann sich durchaus eine Transformation im Sozialismus beim Mehrparteiensystem vorstellen. Bei konkurrierenden Parteien, die aber zusammenwirken, halb konkurrieren, halb zusammenwirken und Kompromisse schließen. Ganz gleichgültig, ob das nun mit Einheitsparteiensystem geschieht, wie in sozialistischen Staaten, die wir haben, wo es höchstens noch Randparteien daneben gibt, aber ohne Bedeutung, wie in der DDR. Oder in anderer Weise. Dieses Grundproblem, dass Managerschichten und bürokratische Schichten, die man braucht, in ihren Planungen hinter Gerechtigkeit für alle manchmal herhinken müssen und manchmal unnötigerweise aus Gewohnheit herhinken. Dass es
Widersprüche in die Planungen geben wird. Und in diesen Schichten immer das Gewohnheit, in jedem gerade gewohnten Trott zu verbleiben. Ohne dass man viel nachdenkt. Das ist nun mal so, wie man bürokratisch verwaltet. Wenn es das alles gibt, bedarf es dann jeweils des Korrektors. Wer kann denn der Gewerkschaft der Korrektor sein, wenn nicht die immer noch organisierte Kraft aller in einer Riesenorganisation vereinten Arbeiter und Angestellten, die Gewerkschaftsbewegung. Auch darin gibt es in ihr selbst solche Widersprüche, natürlich. Aber in ihr selbst kann man diese Widersprüche, glaube ich, nach bisherigen historischen Erfahrungen leichter einschränken als in den politischen Parteien, so leid es mir tut, das sagen zu müssen. Und in den Gewerkschaften kann man immer mehr sozusagen an Tagesaufgaben, die im Betrieb an sie herantreten, interessieren, unmittelbarst interessieren, als man das in den abstrakteren Problemen der Wirtschaftsplanung oben oder sonstiger staatlicher Planung kann. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Gewerkschaften in der Phase des Sozialismus, bevor wir vielleicht in 100 Jahren eine viel weiterentwickelte Gesellschaft mit viel weiterentwickelter Bildung für alle haben, aber in den nächsten Jahrzehnten jedenfalls, können wir nach meiner Meinung auch im Sozialismus auf das Umfunktionieren der Gewerkschaften auf eine solche Rolle gar nicht verzichten. Wir brauchen sie sozusagen als pluralistischen Korrektor des politischen Administrations- und Parteisystems. Und dieser Überlegung muss ich hier zustimmen. Woher du es ableitest, dass du sagst, dass christlich-soziale Kollegen im DGB sich nicht immer mit den Zielen der Einheitsgewerkschaft identifizieren. Halt! Da hast du mich missverstanden. Ich habe umgekehrt gesagt, dass etwa eine Maria Weber in ihren Positionen, eben weil sie Gewerkschaftsfunktionärin ist, weit links von den Positionen, den offiziellen Positionen ihrer Partei steht. Häufig in manchen Fragen, ich bin giftig genug, das zu sagen, die sozialdemokratisch Organisierten mögen mir das vergeben, dass ich es sage, in manchen Fragen sogar als hohe Ministerialbeamte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ich sage gar nicht, dass sich das nicht identifiziert. Es identifiziert sich dann nicht, wenn man zur Spaltung der Gewerkschaften auffordert, aber nur dann nicht. Solange man als CDU-Mitglied, als Christlich-Sozialer, Gewerkschaftler bleibt und seine Hauptfunktion als Gewerkschaftler sieht, soll man um Gottes Willen nicht willkürlich aus dem politischen Leben ausscheiden oder deshalb verketzert werden. Da hast du mich missverstanden. Es gibt natürlich christlich-soziale Gewerkschaftler, die anders funktionieren, die umgekehrt als Torpedos ihrer Partei in Gewerkschaften funktionieren, genauso wie es sozialdemokratische Gewerkschaftler gibt, die als Torpedos ihrer Parteileitung in Gewerkschaften funktionieren. Und genauso wie es natürlich auch kommunistische Gewerkschaftler geben kann, die statt als Gewerkschaftler als Torpedos ihrer Partei in Gewerkschaften funktionieren wollen. Das kann es überall geben. Und dagegen soll man jeweils auftreten. Aber man soll niemanden, weil er christlicher Demokrat ist, man soll niemanden, weil er Sozialdemokrat ist, man soll niemanden, weil er Kommunist ist oder weil er weiß der Himmel, was ist. In der GEW kommt es sogar vor, weil er freier Demokrat ist. Und ich bin nun mal GEW-Mitglied, also daher spreche ich von meinem Lokalinteresse hier aus, nicht? Er war verbietend, Gewerkschaftsfunktionen übernehmen zu dürfen. Ich glaube, es ist auch geklärt jetzt. Das war ein Missverständnis gewesen, eindeutiges Missverständnis. Ja, Hubert hat es nochmal gemeldet. Ja, zu der Frage, dann kommen wir mal melden. Gewerkschaften und Parteien. Dann kommt es zwar in der Form, ich meine, ich sehe die Gefahr darin,
dass auch eine Spaltung der Gewerkschaften, sprich Spaltung der Einheitsgewerkschaft erfolgt, wenn zum Beispiel DKP-Mitglieder, die ja hervorragende Arbeit leisten und geleistet haben innerhalb unserer Gewerkschaftsorganisation, leicht in die Tendenz fallen, nicht wahr, von dem Apparat, sprich den Gewerkschaften, ausgeschlossen werden. Das ist die eine Frage. Daraus könnte sich ja unter Umständen eine Spaltung ergeben, weil hier keine Grundlage mehr vorhanden ist, in der Einheitsgewerkschaft zu arbeiten. Ja. Und die andere Frage eben in die Richtung, eine Tendenz, die sich ja auch abzeichnet, inwieweit sie Auswirkungen hat, kann man heute ja noch nicht feststellen, aber die sogenannte Strauß-Organisation, ja, die sich unter dem Decknamen auch christlicher Gewerkschaften schimpft, und somit unter Umständen auch eine Gefahr bedeutet, eben im Rahmen der Einheitsgewerkschaft. Und die Frage, die ich also hier stelle, ist es aus diesen genannten Beispielen nicht unter Umständen, ich will nicht sagen gefährlich, aber zumindest in diese Richtung hinein, dass sich dann aus der Gründung mehrerer Parteien eben die Einheitsgewerkschaft zerspalten lässt. Das war nur meine zentrale Frage. Ja, die Gefahr besteht immer, das leugne ich ja gar nicht. Nur muss man dieser Gefahr immer entgegentreten, in jeder Weise entgegentreten. Man soll in den Gewerkschaften lernen, Auseinandersetzungen, innergewerkschaftliche Auseinandersetzungen, die man führt, ruhig diskutant zu führen, auch scharf diskutant zu führen. Aber man muss in den Gewerkschaften lernen, ebenso, wohlgemerkt, ich diskutiere als Marxist, ich nehme Nell Bräuning nicht übel, dass er von der christlichen Soziallehre aus argumentiert. Dazu ist er da. Es wäre schade, wenn er nicht da wäre. Um in diesem Beispiel wieder zu bleiben. Aber man soll immer und nach jeder Seite, jeder Verketzerungstendenz entgegentreten. Deshalb halte ich die antikommunistischen Kampagnen, wie sie zum Beispiel bei mir in der GEB am schärfsten betrieben wurden, eine Zeit lang, von der Spitze aus, für einen groben Unfug und für eine Gefahr. Und ich sehe dann durchaus die Gegengefahr, die du siehst. Die war ja eine Zeit lang, Gott sei Dank ist das Problem jetzt überwunden, in Berlin realisiert, dass sich dann aus solchem Unsinn reale Gewerkschaftsspaltungen entwickeln. Bleiben wir beim Beispiel West-Berlin, GEW. Gott sei Dank sind wir jetzt davon wieder losgekommen. Aber es ist klar, dass wenn ich den X, der gute Gewerkschaftsfunktionär und meinetwegen auch in vielen Fragen falschdenkender DKP-Mann ist, deshalb verketzere, weil er DKP-Mann ist. Natürlich darf er auch als DKP-Mann seine Meinung sagen und als Marxist. Verketzere ihn deshalb und werfe ihn raus, so kann er dann in eine psychologische Haltung wie die RGO-Politik in der Weimarer Republik zurückgedrängt werden. Und das wäre das größte Unglück, das uns passieren könnte. Nicht anders ist es mit den christlichen Gewerkschaften, wohlgemerkt. Da muss man ständig aufpassen. Leider ist es zurzeit so, das sage ich als Marxist, das sage ich keineswegs als autoritativen Anspruch für die gesamte Gewerkschaftsbewegung, dass wir ja außer der DKP zurzeit keine politische Partei in dieser Bundesrepublik Deutschland haben, ganz anders als in allen anderen europäischen Ländern, die sich selber als Klassenpartei der abhängigen Arbeit bekennt. Das ist wohlgemerkt anders in Italien, da tut das auch nicht nur der PCI, sondern auch der PSI, ganz anders als in Frankreich, da tut das nicht nur der PCI, sondern natürlich auch die PSF und so weiter. Das ist eine Sondersituation, die wir in Deutschland haben. Man soll sich durch diese Sondersituation nur nicht zu Falschreaktionen verleiten lassen, sondern darüber nachdenken, wie kommen wir von dieser Sondersituation, die uns in künftigen Kämpfen zur Verteidigung von Arbeiterrechten schwächen könnte, wieder weg.
Und das sollte man allerdings auch als Gewerkschaftler mit überlegen. Herr Kollege, jetzt schließe ich endgültig die Liste ab, die Wortmeldungsliste, aber die Birgit hat sich gemeldet. Sollte sich noch jemand melden, dann soll sich jetzt die Hand heben, denn sonst ist der Zug für heute Nachmittag abgefahren. Ja, nachdem, was du gesagt hast, kann man daraus schließen, dass wir als Gewerkschafter zum Beispiel den Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die von DGB getroffen sind, sehr kritisch gegenüberstehen sollten und uns auch dagegen wehren, weil halt irgendwo die Gefahr läuft, dass unsere Demokratie innerhalb der Gewerkschaft immer irgendwann mal schwer drunter leiden kann. Wohlgemerkt, ich bin bei allen Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die sich nicht gegen Faschisten richten, da müssen sie da sein. Ja, das ist klar. Ich meine, das schließt jetzt die NPD aus. Ja. Ja. Gewesen, mehr als skeptisch. Auch wenn die Kollegin sich noch so verirrt. Ich weiß sehr genau, dass etwa im Anschluss an die Studentenbewegung sich sehr viele aus der Studentenbewegung kommende, junge Gewerkschaftler, aber auch aus andere Junggewerkschaftler zu häufig sehr verfehlten, auch nach meiner Meinung verfehlten Positionen haben verleiten lassen. Dann soll man versuchen, sie zu überzeugen, aber nicht mit Treten in den Hintern zu überzeugen. Mit Treten in den Hintern soll man immer nur dann arbeiten, wenn es wirklich nun gar nicht anders vermeidbar ist. Wenn jemand versucht, sagen wir einmal, seine Betriebsvertrauensleute eines Betriebes dazu zu veranlassen, den Betrieb in die Luft zu sprengen, dann würde ich ihn auch ausschließen. Das ist ganz klar. Aber ansonsten äußerster Vorsicht. Denn in jedem Unvereinbarkeitsbeschluss, der noch so zart, steht immer die Gefahr, dass er zu weiteren unsinnigen Reaktionen dieser Art verleiht. Ja, Kollegen, damit schließen wir also die heutige Veranstaltung ab. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr so lange das ausgehalten habt, dass wir miteinander so lange ausgehalten habt. Ich bedanke natürlich insbesondere bei Wolfgang Abendroth, dass er uns also ein Stück mehr Klarsicht in schwieriges Thema, komplexe Fragestellungen hineingeführt hat. Wir haben noch Gelegenheit, mit ihm in der Vorlesung über Geschichte der Arbeiterbewegung die Thematik weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, dass es für uns alle heute ein guter Auftrag gewesen ist, diese Diskussion fortzuführen. Damit bedanke ich mich bei euch nochmals.